Und darüber möchte ich sprechen mit Matthias Kopp von der Natur- und Umweltorganisation WWF. Sie arbeiten seit Jahren an der Gestaltung des Übergangs zu einer emissionsarmen Wirtschaft und sind nun als WWF mit anderen Organisationen zusammen vor Gericht gegangen gegen die EU-Kommission. Warum genau? Ja, guten Tag erstmal. Eine leichte Korrektur muss ich vorwegschieben. Wir klagen nicht gegen die EU-Taxonomie, sondern eben gegen den delegierten Rechtsakt. Und das ist die technische Ausgestaltung. Und in dieser technischen Ausgestaltung, also wie die Taxonomie, das Klassifizierungssystem für Nachhaltigkeit ausgelegt wird, da wurden Erdgas und Kernenergie einbezogen. Und wir klagen jetzt gegen diesen Rechtsakt, weil der den Grundsätzen der Taxonomie widerspricht. Wissenschaftsbasiertheit und tatsächlich nachhaltige Wirkung. Genau, deswegen hatte ich auch gesagt, gegen die EU-Kommission. Halten Sie denn einen Erfolg für realistisch oder geht es Ihnen eher darum, damit ein Signal zu setzen? Nach unserer Prüfung hat die Kommission eben in diesem delegierten Rechtsakt gegen die eigenen Grundsätze verstoßen. Und deswegen machen wir das nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich mit der Erwartung, dass da ein Ergebnis bei rauskommt. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, wird ein Review sozusagen dieses delegierten Rechtsaktes sein, in der Hoffnung, dass er dann möglicherweise auch ganz abgeschafft wird. Die EU-Staaten haben sich ja als Vertreter der Gesamtbevölkerung für die Taxonomie damals entschieden. Wie erklären Sie sich denn, dass Sie und andere Umweltorganisationen da offenbar kein Gehör gefunden haben? Also der WWF und andere, nicht nur Umweltorganisationen, sondern auch andere Experten, waren beteiligt in sozusagen dieser Expertengruppe, die die Elemente der Taxonomie selber und dann auch dieser delegierten Rechtsaktdetaillierungen ausgearbeitet hat. Also insofern haben nicht nur wir da kein Gehör gefunden, sondern, und jetzt kann man anfangen zu spekulieren, das hat sicherlich auch was mit Interessensgrundlagen zu tun, das hat sicherlich auch was mit Politik zu tun. Frankreich war sehr stark daran interessiert, Kernenergie in die Taxonomie zu übernehmen. Die vorherige Bundesregierung hat sich stark für Gas eingesetzt, weil ein Fehlverständnis vorliegt, dass die Taxonomie unmittelbar dazu führt, dass am nächsten Tag nach Gültigkeit keine Gelder mehr in diese Technologie fließen dürfen. Die Taxonomie ist erstmal ein Transparenzinstrument, natürlich mit dem Ziel, Kapitalflüsse zu lenken. Ne? Aber ich glaube, dass da einfach viel Missverständnis und Unverständnis vorgeherrscht hat, auch von der Idee und dem Sinn einer solchen Taxonomie. Wo genau sehen Sie diese Missverständnisse? Wie gesagt, die Taxonomie ist erstmal dazu da, die Transparenz herzustellen, wie viel jetzt zum Beispiel in einem Investmentportfolio nachhaltig ist, nach Taxonomiequoten. Damit ist noch kein Verbot ausgesprochen zu sagen, wenn ich nicht taxonomiekompatibel bin, darf ich nicht finanzieren. Das wurde aber so in Deutschland zumindest auch diskutiert. Wenn Gas nicht einbezogen wird, wird morgen am Tag danach, jetzt überspitzt formuliert, kein Euro mehr fließen können in Projekte, die mit Gas zu tun haben. Das stimmt nicht. Das ist einfach erstmal ein Transparenzausweis. Und über diese Diskussion wurde da geführt. Das habe ich jetzt gerade als Missverständnis benannt. Das kann man auch sozusagen vielleicht intendiert so sehen. Aber da war eine sehr falsche Diskussion unterwegs. Deutschland hatte sich ja für dieses grüne Label für Gas eingesetzt, aber offiziell wurde das ja als Übergangslösung deklariert. Wäre das denn ein denkbarer Weg für Sie? Was Sie jetzt ansprechen, ist eine Erweiterung der Taxonomie in der Logik, dann auch eben gerade diese Transformationsfragestellung einzubeziehen. Und ich glaube, das ist insofern enorm wichtig, dass wir bei der Frage, wo muss Kapital hingelenkt werden, dass wir die Transformation in den Vordergrund stellen. Jetzt reden wir jetzt hier an der Taxonomiestelle darüber, dass Erdgas als solches nie nachhaltig sein kann, weil es halt Emissionen verursacht, sowohl beim Verbrennen als auch bei der Förderung. Also wir haben jetzt hier zwei Ebenen. Die Transformationslogik sehr, sehr viel stärker zum Zentrum dessen zu machen, wo Kapital hinfließen muss, das ist richtig. Das muss auch folgen. Das wäre jetzt auch ein Ergebnis, eine Forderung an die aktuelle Kommission, aber auch an die nächste Kommission, die Taxonomie in diese Richtung sehr viel stärker weiterzuentwickeln. Erdgas wird aber nie wirklich nachhaltig sein können. Mit einem Urteil ist erst Anfang 2025 zu rechnen. Matthias Kopp war das von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF. Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank.